Fissiokrat geheißen. Er hat Jahre bevor das passiert ist, alle Wirtschaftskrisen und die unheilvolle Inflation der letzten Zeit prophezeit. Alle Wirtschaftskrisen seien letzten Endes Geldkrisen. Ich will euch das erklären. Da ist auf der einen Seite die absolute Vormachtstellung von Geld. Auf der anderen aber lässt sich das Geld ohne Wertverlust horten, während die Waren, um die sich der ganze Wirtschaftskreislauf dreht, verfaulen, verrotten, veralten tun. So wie es jetzt zum Nachteil der Wirtschaft bei uns ja auch der Fall ist. Sehr richtig! Das Geld wird als Fußball der Volkswirtschaft, so hat es der Silvio Gesell formuliert, zum Warenaustausch gebraucht. Von wegen der Geldbesitzer, vor allem die Geldverwalter, die Banken, tun jedoch von allen arbeitenden Menschen, Arbeitern wie Unternehmen, Zinsen ohne Gegenleistung erpressen. Zinsknechtschaft! Schon! Diesem leistungslosen Einkommen will der Silvio Gesell jetzt durch dosierte Wertverluste der einzelnen Banknoten beikommen. Das Geld soll rosten können. Überflüssiges Kapital soll ohne Renditeerwartung auf der Bank geparkt werden, wodurch Unternehmer Kredite gegen langsam auf Null fallende Zinsen aufnehmen können. Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit und Inflation tun dann genauso verschwinden wie die Kapitalrentner. Wer ist eigentlich dieser Silvio Gesell? Der gebürtige Deutscher, der lange in Argentinien als Kaufmann und Unternehmer erfolgreich gewesen ist. Der Wirtschaftsfachmann, der ist sogar Finanzminister in Bayern gewesen, 1919. Während der Redeherrschaft von die Sozialdemokraten aufgestellt. Sein Hauptwerk ist 1917 erschienen, die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Er ist vor 2 Jahren in Berlin gestorben. Und was willst du hier bei uns machen? Wir werden unseren Schilling durch Arbeitsbestätigungen ersetzen, mit denen wir Arbeiten für die Gemeinde bezahlen. Zu 1, zu 5 und zu 10 Schilling. Freigeld? Ja. Und das liest jedes Monat 1% seines Wertes ein. Also, jeder, der zu Monatsbeginn einen Geldschein... Arbeitswertschein besaß, der musste pro Monat eine Notabgabe von 1% des Nennwertes an die Gemeindekasse entrichten. Äußerlich durch Aufkleben eines Coupons auf eines der 12 Monatskästchen. Voraussetzung war natürlich, dass alle Geschäfte und alle Bürger mitzogen. Das erreichte man dadurch, dass die Gemeinde den Gegenwert bei der örtlichen Sparkasse hinterlegte, sodass jeder, der der Sache nicht traute, seinen Wertschein jederzeit in Schillinge umtauschen konnte, was aber alsbald nicht mehr in Anspruch kam. Und dann sofort wieder. Genauer an. Kleine Scheine, etwa in der Größe unserer 5-Euro-Noten. Mit der Aufschrift Nothilfe Wörgl, bestätigter Arbeitswert. In Gelb die kleinen Noten, die mittleren blau und die großen rot. Rechts die 12 Rubriken für die Notabgabe. Genau genommen ist das doch eine 12-prozentige Gemeindesteuer. Eine Armenabgabe, die man aber vermeiden kann, wenn man das Geld nicht hortet. Und was niemand für möglich gehalten hatte, trat ein. Der Geldumlauf beschleunigte den Güterkreislauf. Die Arbeitslosenrate ging kontinuierlich zurück, die Gemeindekasse füllte sich wieder. Und ein Ort nach dem anderen in der Umgebung akzeptierte das Schwundgeld? Unter Guggenberger verstand es als erste Stufe zum Freigeld nach Silvio Gesell. Aber ohne den Begriff Geld zu verwenden. Keine Vorsicht, wegen des Geldprivilegs der staatlichen Notenbank in Wien. Da gab es nämlich ein Beispiel wenige Jahre vorher in Schwanenkirchen im Bayerischen Wald. Auf ähnliche Weise hat dort ein Mann versucht... Richtig, ein Ingenieur namens Hebecker. Der ein stillgelegtes Bergwerk wieder in Betrieb nahm und damit Hunderten von Arbeitslosen zu Brot und Arbeit verhalf. Wegen der Deflation in Deutschland weigerten sich die Banken, Kredite zu geben. Daraufhin schlossen sich viele Betroffene, Gewerbetreibende, Produktionsbetriebe, Geschäfte, auch Restaurants, zu einer Notgemeinschaft zusammen. Diese gab die sogenannten Vera-Scheine heraus. Aber da der Rücktausch im Reichsmark nicht vorgesehen war und weil es alsbald sogar hieß, die Vera ersetzt die Reichsmark, zog die Regierung die Notbremse und verbot dieses Notgeld. Was es de facto war. Unter Guggenberger ging geschickt davor. Er ließ sich zunächst die Legalität seines Plans von der Regierung in Wien bestätigen. Die Ausführungen des Bürgermeisters, um die Probleme der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit in seiner Gemeinde in den Griff zu bekommen, finden allgemeines Verständnis und Zustimmung.
Minister Rintelen sagt hiermit seiner Unterstützung zu und versichert, dass die Regierung in Wien die Aktionen der Gemeinde Wörgl nicht stören wird. Danach konnte Untergubbenberger im Gemeinderat zur namentlichen Abstimmung schreiben. Keine Gegenstimme. In einer weiteren Sitzung am gleichen Tag, am 8. Juli 1932, wurde die praktische Durchführung verabschiedet. Ein Regelwerk in 9 Punkten. Der wichtigste am Ende lautete: Die Teilnahme an der Nothilfe Wörgl ist freiwillig. Wir sollten uns jetzt die Rückseite der Geldscheine anschauen. Von alle. Langsam umlaufendes Geld hat die Welt in eine unerhörte Wirtschaftskrise und Millionen schaffender Menschen in unsägliche Not gestürzt. Der Untergang der Welt hat rein wirtschaftlich gesehen seinen furchtbaren Anfang genommen. Es ist Zeit, durch klares Erkennen und entschlossenes Handeln die abwärts rollende Wirtschaftsmaschine zu retten, damit die Menschheit nicht in Bruderkriege, Wirrnisse und Auflösung getrieben werden. Sowas auf der Rückseite eines Geldscheins? Weiter bitte. Die Menschen leben vom Austausch ihrer Leistungen. Leistungen in großen Buchstaben. Der langsame Geldumlauf hat den Leistungsaustausch zum großen Teil unterbunden und Millionen arbeitsbereiter Menschen haben dadurch ihren Lebensraum im Wirtschaftsgetriebe verloren. Der Leistungsaustausch muss daher wieder gehoben und der Lebensraum für alle bereits Ausgestoßenen wieder zurückgewonnen werden. Diesem Ziel dient der Arbeitsbestätigungsschein der Marktgemeinde Wörgl. Er lindert die Not, gibt Arbeit und Brot. Das ist ja fast ein Manifest, ein gesellschaftskritisches Programm. Deswegen nochmals ein Exkurs zur Bedeutung von Silvio Gesell und seinem Versuch, einen dritten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus zu finden. Seine Lehre über die natürliche Wirtschaftsordnung hat bis heute Anhänger in der ganzen Welt. Manche sehen in ihm, zumal wegen seines stattlichen Aussehens, wie wir das von Fotografien her kennen, eine Art Westernhelden der Nationalökonomie. Einen Old Shatterhand im Kampf um Gerechtigkeit, der den Revolver seiner zielsicheren Argumente manchmal etwas zu locker handhabt. Der berühmte amerikanische Wirtschaftsfachmann John Maynard Keynes, auf den immer wieder bei allen möglichen Diskussionen zum Thema Währung und Geld verwiesen wird, sagte: Von Silvio Gesell kann die Welt tausendmal mehr lernen als von Karl Marx. Für mich ist er der Vorkämpfer der monetären Konjunkturtheorie und damit letztlich der geistige Vater des Internationalen Währungsfonds. Seine Freigeldlehre, obwohl niemals komplett verwirklicht, hat bis auf den heutigen Tag unverkennbar Einfluss auf die internationale Währungspolitik. Bis hin zu Helmut Schmidt oder neuerdings Oskar Lafontaine mit ihrer Aufforderung zum Deficit Spending in Zeiten von Wirtschaftskrisen. Auch Franz Josef Strauß forderte als Finanzminister, den Geldumlauf dadurch abzusichern, dass man ihn dem Großhandelsindex anpasst und je nachdem, ob dieser steigt oder fällt, die Banknotenausgabe entweder vermehrt oder vermindert. Guggenberger trat immer mehr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Er hielt landauf, landab Vorträge. Aber je erfolgreicher die Gemeinde Wörgl die Wirtschaftskrise bewältigte, umso mehr nahm die Zahl der Skeptiker, ja auch der Gegner, zu. Zunächst geriet er im Gegensatz zu seiner eigenen Partei. Jawohl, ich kenne keine Heiligen und keine Ewigkeitsgeltung. Ich verehre Marx als Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus, aber nicht im blinden Glauben, sondern mit Überlegung. Was wir als falsch erkannt haben, muss fallen. Was unzureichend ist, muss ergänzt werden. Bei Marx und Engels wird sowas nirgends erwähnt. Deswegen raten wir von dieser höchst fragwürdigen, im Parteistatut der SPÖ nicht vorgesehenen Schwundgeldsache, oder wie das heißt, dringend ab. Schweizer Zeitungen wurden deutlicher. Von dem Bluff von Wörgl oder der Schwindel mit dem Wörgler Schwundgeld. Unterguggenberger hatte ein feines Gespür dafür, dass es ein Wettlauf mit der Zeit werden würde. Zunächst sperrten sich gegen ihn die Behörden in Innsbruck. Dieser Unfug mit dem Schwundgeld muss sofort abgestellt werden. Und eine Wiener Zeitung schrieb:
Wenn der Finanzminister sowas gestattete, könnte ja jede Gemeinde solches Schwundgeld in beliebiger Höhe ausgeben. Dann wird der größte Währungswirrwarr entstehen, was schließlich in Inflation enden muss. Diese Zerrüttung unserer Geldwirtschaft muss energisch verhindert werden. Es folgten erste behördliche Verbote, zunächst gegen Gemeinden überall in Österreich, die dem Beispiel Wörgl folgten. Unterguckenberger steuerte dagegen und legte gegen entsprechende Regierungsanordnungen Widerspruch ein. Von Notgeld oder irgendeinem Eingriff in die Währungshoheit des Staates kann doch keine Rede sein. Es handelt sich um eine Nothilfeaktion, die nichts anderes ist als eine nicht mal allen Gemeindeangehörigen auferlegte, freiwillig übernommene und freiwillig zu zahlende Gemeindeabgabe zum Zweck der Armenpflege. Unterguckenberger wusste sehr wohl, nachdem in Deutschland Reichskanzler Brüning mit seinen Notverordnungen die Deflation auf die Spitze getrieben und damit Hitler an die Macht gebracht hatte, was auch Österreich drohte. Nur wenn sein Experiment gelang, auch ansatzweise, dann musste die Regierung nachgeben. Aber unverkennbar wuchs die allgemeine Akzeptanz. Wissenschaftliche Artikel von renommierten Nationalökonomen priesen Wörgl als Mekka der Freigeldler. Einer der bekanntesten amerikanischen Wirtschaftsexperten, Professor Irving Fisher, schickte einen Mitarbeiter nach Wörgl. Nach dessen Rückkehr propagierte Fisher die sofortige Einführung des Freigeldsystems in den USA. In einer NBC-Radioreportage, die auch in Deutschland in Übersetzung gesendet wurde, wurden 22 amerikanische Städte aufgelistet, die ebenfalls Markennotgeld in Umlauf setzten. Aus Frankreich reiste Minister Daladier nach Wörgl, der 5 Jahre später als Ministerpräsident seine Unterschrift unter das Münchner Abkommen von 1938 setzen würde. Ich habe mir die Sache in Wörgl selbst angeschaut und lange mit dem Bürgermeister verhandelt. Das Freigeld hat bemerkenswerte Ergebnisse gezeitigt. Im Fall einer ähnlichen Krise bei uns würde ich dieses System sofort anzuwenden versuchen. Ich sage Ihnen, dass in Wörgl unsere eigene Revolution von 1789 in wirtschaftlicher Hinsicht fortgesetzt wird. Ein Schweizer Kantonsrat befragte Fachleute. Bestand die Möglichkeit, anders als durch diese spezielle Geldreform aus dieser schwierigen Lage zu kommen? Nein, die Gemeinde war in einer absoluten Zwangslage. Und es war eine gute Idee. Wie wurde die Sicherheit dieses Geldes beurteilt? Es wurde im Ganzen gut angenommen. Das Geld läuft gut um. Jedes Geschäft wird ermöglicht, was vorher nicht der Fall war. Gibt es einen ermittelbaren Zuwachs am Sozialprodukt? Das Freigeld hat eine extrem hohe Umlaufgeschwindigkeit von 1 zu 73. Der offizielle Schilling jedoch bringt es derzeit nur auf ein Verhältnis von 1 zu 8,55. Wie reagieren die Bürger selbst? Die Arbeiter sind samt und sonders fanatische Freigeldler. In allen Läden nimmt man die Wertscheine wie das offizielle Geld an.